Tada! Wir sind wieder da. Hallo. So, wir waren jetzt trainieren. Es ist Mittwoch. Ja. Wir waren jetzt trainieren, wir hatten unser Beintraining. Wir haben die letzte Woche eigentlich recht viel um die Ohren gehabt und wollen uns deswegen entschuldigen, dass wir nichts gebracht haben. Also, sorry. Aber es war, ja, egal, es war so. Jetzt sind wir wieder da. Und jetzt gibt es wieder das Frühstück der Champions. Tada! Und dafür gibt es Roggenflocken mit Dinkelflocken zu einem Porridge. Und mit Leinsamen. Mit Leinsamen, das ist toll. Und dazu Himbeeren und Bananen. Und Chia. Also, Freshy Bananas. Himbeeren haben wir noch keine Freshy gesehen, aber doch, es gibt Freshy nur. ja, es Kann gibt ich kaufen, Freshy aber das ist Himbeeren. so teuer. Ja, genau, aber wir kaufen die Freshy Himbeeren nicht, weil die wahnsinnig teuer sind. Tiefgefrorene Himbeeren sind auch sehr gut. Das Coole bei tiefgefrorenem Zeug ist, es wird geerntet und tiefgefroren und dadurch hält das Ganze viel länger und wird nicht weggehaut, weil bei viel Frischobst, es wird einfach weggeworfen. Alles, was nicht gekauft wird, wird natürlich weggeworfen. Und bei Tiefkühlobst wird zumindest das Ganze ein bisschen länger aufbehalten. Jetzt muss ich Bananen schneiden. Also, bis dann. Hallo. Hallo. Was tun wir? Wir trinken Matcha-Tee, um ein bisschen aufzuwachen nach dem Mittagessen. Aha. Ja, wir sind nämlich ziemlich fertig nach dem Training noch in der Früh. Welches Training? Das Bein Cardio Hardcore Training. Naja. Ich habe schon wieder vergessen. Aber wir haben trotzdem schon viel gearbeitet. Jetzt machen wir die Mittagspause und dann arbeiten wir weiter. Yay! Weiß gar nicht, ob ich den Ton immer dazu machen muss. Auf jeden Fall sind so unsere Tage momentan. Wir gehen in der Früh trainieren, wir essen Frühstück, wir arbeiten, wir essen Mittag, wir arbeiten, wir essen Abend, wir arbeiten und wir gehen ins Bett. Wie viel haben wir verdient? Wie viel haben wir verdient letzte Woche? 25 Cent. Auch cool. Aber immerhin. Eine einzige schwarze Zahl zwischen den ganzen roten Zahlen in unserer Buchhaltung. Aber trotzdem ist es ein gutes Zeichen und es geht etwas weiter. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen und es dauert am Anfang Was wäre ein immer. gescheiter Spruch? Ja, ich bin bekannt für Oder gescheite habt ihr einen Sprüche. anderen Spruch? Langsam kommt sich die Banane. Das ist ziemlich klug, Der klug. passt gut dazu. Der passt super. Das ist ein Firmenspruch halt. Das Ein Motto ist die Slogan. Firma. Unser Motto: Langsam krümmt sich die Banane. Okay, ja, das ist momentan so die Sache. Wir erzählen euch nachher noch ein bisschen. Bis dann, tschüss. Genau. So, da sieht man irgendwelche Sachen oben und von vorne und da draußen seht ihr da draußen und man hört Straßenlärm. Ja, aber das ist doch schön. Man hört das Leben. Alex hat sich heute voll aufgeregt, als ich das Fenster zumachen wollte, weil man die Baustelle gehört hat. Dann haben wir gesagt,
Ja, du willst ja überhaupt nicht, dass man das Leben hört. Und jetzt, wo ich will, dass ihr das Leben hört, das schöne Leben, die Baustellenzeit ist schon nämlich vorbei. Es gibt einfach nur angenehme Lebensgeräusche tatsächlich. Dann will das nicht. Also, liebe Leute, so wie wir schon irgendwie vorhin festgestellt haben, wir sind momentan super busy und es ist extrem viel zu tun. Auch weil wir am Freitag diesen Vortrag haben und halt daran sitzen, den Vortrag zu machen. Den Vortrag über die minimale funktionierende Website, falls sich einer von euch fragt, was für ein Vortrag. Genau, ihr könnt ihn auch auf Facebook livestreamen. Richtig. Also wir werden den livestreamen auf Facebook und ihr könnt dann reinschauen und das Ganze beginnt um 18.30 Uhr. Und wir arbeiten auch an Natalias coolen Projekt und das ist fast fertig, da muss ich nur mehr das Design überarbeiten und... Warum auch immer, ich mache immer tolles Design, ich verstehe überhaupt nicht, was Alex da überarbeiten will. Ja, doppelt hält besser. Und gemeinsam sind wir stark. Genau. Ja, und was gibt es sonst noch Neues? Vielleicht um noch das letzte Business Update und die Frage zu beantworten von dem letzten Business Update, wird Natalia den Auftrag im Architekturbüro aufnehmen oder nicht? Also wie ihr seht, ich bin da. Das heißt, ich habe den Auftrag nicht angenommen. Und vielleicht mal eine kurze Erklärung, warum. Ganz einfach, ich habe mich erstens für unsere Business entschieden, auch wenn es noch nicht wirklich viel finanziell bringt. Es entwickelt sich und ich glaube, die 15 Stunden pro Tag, die ich sonst für wen anderen verbringen würde, kann ich in unser Business investieren, hoffentlich erfolgreich. Wenn nicht, kann ich immer noch einen anderen Auftrag aufnehmen. Mhm. Und zweitens habe ich mich für meine Gesundheit entschieden, weil es momentan für mich einfach nicht machbar ist, dass ich jetzt ganz auf unser Business verzichte und auf mein Training verzichte, um das gleichzeitig mit einem 15-Stunden-Job zu führen, einfach unmöglich fertig machen würde und unmöglich ist. Ja. Genau. Deshalb unser Appell an dich. Schau auf dich, schau, dass du dich für dich persönlich entscheidest und nicht einfach immer nur dem Geld nachrennst. Wir... Auch wenn du nur 25 Cent die Woche verdienst. Auch wenn du nur 25 Cent die Woche verdienst. Geld ist nicht alles. Und ja, falls ihr euch fragt, wovon wir leben. Wir haben noch ein paar Euros gespart. Wir haben doch relativ lang gearbeitet davor. Und ja. Das brauchen wir gerade auf. Aber wir versuchen natürlich, das nicht aufzubrauchen, sondern immer was nachzubekommen und zu investieren. Und die größten Ausgaben, die wir haben, sind einfach Werbung und unsere Maintenance-Kosten für unsere Websites und so weiter. Aber es geht in die Höhe, es geht nach oben und... Wir lernen immer mehr, werden, glaube ich, immer besser. Genau. Und genau. Endlich bringt es irgendwann auch Geld. Yay. Voll. Und wir haben seit gestern unseren größten Kurs auch auf Udemy. Und falls du lernen möchtest, wie man mit WordPress umgeht, beziehungsweise wie man mit WordPress nahezu alles selbst bauen kann, was man sich vorstellen kann. Von einem einfachen Blog bis zu einem großen Online-Shop. Dann schau dir den Kurs auf Udemy an. Ich werde unten in der Verlinkung, im Text, einen Link reinsetzen. Und ja, das ist es. Ja. Schön, dass wir wieder einen Vlog gemacht haben. Schön, dass wir endlich wieder gevloggt haben. Wir werden das jetzt auch wieder öfter machen. Ja, auf jeden Fall. Und wollen euch nicht so im Regen stehen lassen. Weiterarbeiten. Genau, jetzt können wir weiterarbeiten und wir sehen uns tomorrow. Tschüssi. Ciao. Jetzt. Achso, ich muss euch was zeigen. Ich habe mir einen Bart wachsen lassen. Das ging aber schnell. Ja. Na, ist schon ziemlich grau mittlerweile. Das machen die Sorgen, die Geschäftssorgen und vor allem die Weisheit. Die Weisheit ist es. Langsam krümmt sich die Banane. Langsam krümmt sich die Banane.
wie in unserem Geschäftsmotto schon zu erkennen. Langsam krümmt sich die Banane und färbt sich der Bart grau. Okay, tschüss.